Peter Kanzler, ich bin der Chefredakteur des Hausarzt-Patienten-Magazins und ich hatte vor 2 Jahren das einmalige Erlebnis, dass ich einem Menschen das Leben gerettet habe durch eine Herzdruckmassage, die ich hier in meinem Erste-Hilfe-Kurs beim Wort und Bild Verlag auch gelernt habe. Und ich möchte Bürger von Bayerbrunn heute motivieren, einerseits Erste-Hilfe-Kurse zu machen und auf der anderen Seite, wenn sie in einer Notfallsituation sind, dann auch wirklich Hand anzulegen, denn man kann nur einen Fehler machen, indem man nämlich in einem Notfall nichts macht. Wir sind Deutschlands größter Gesundheitsverlag, sitzen in Bayerbrunn und wir würden gerne der Gemeinde etwas zurückgeben, dafür, dass wir auch Tag für Tag hier arbeiten, nämlich ein Teil unserer Kompetenz. Deswegen haben wir das Format entwickelt, Bayerbrunn, eine Gemeinde lebt gesünder. Und auch für unsere Bevölkerung ist es sehr, sehr wichtig, dass die wissen, wo diese Defis aufgestellt sind, wie sie damit zurechtkommen können, wie einfach das eigentlich in der Handhabung ist. Denn irgendwelche Probleme gibt es immer, die gesundheitlich auftreten und dann soll jeder eigentlich gewappnet sein, dass er in der Lage ist, möglichst schnell Hilfe zu leisten. Unsere erste Veranstaltung für Bayerbrunner Bürgerinnen und Bürger ist ein großer Erfolg. Mehr als 150 Bayerbrunnerinnen sind hier und wir können in einer kurzen Demonstration zeigen, was zu tun ist, wenn eine leblose Person Hilfe benötigt. Das kann im Alltag Leben retten, das tun wir sehr gerne, dass wir das hier unter die Leute bringen.